Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute in der gewohnten Kulisse von Tu. Bevor das Video beginnt, wollte ich einmal nochmal was zum Gewinnspiel sagen. Und zwar haben wir einen Instagram-Livestream gemacht, wo wir den Gewinner ausgelost haben. Für die Leute, die es interessiert, der Gewinner war Yannick-BRN. Einmal hier sein Name. Glückwunsch. Einmal, ja, genau. Und ich würde sagen, fangen wir jetzt mit dem richtigen Video an. Das heutige Video handelt von den Adidas NMD City Sock in Weiß mit der Gamsohle. Ich wollte einmal was zu der Geschichte erzählen, wie ich den bekommen habe. Das hat zwar Tu, glaube ich, schon gemacht, aber doppelt besser. Als wir uns bei Snipes für den Yeezy eintragen wollten, hatten wir halt einen Typ gesehen, der den in Schwarz hatte. Und der hatte den halt direkt getragen und dann haben wir halt gefragt, wo er den her hatte. Und dann meinte er so, ja, gibt's noch bei Glowy Hole und Animal Tracks und sowas. Und dann sind wir ganz schnell zu Animal Tracks gegangen und konnten den dann noch ganz entspannt kaufen. Fangen wir an mit dem Karton. Ist halt ein ganz standardmäßiger Adidas Karton, also nicht die blauen, aber halt so diese NMD Kartons mit den eingestanzten Streifen. Ja, so viel gibt's dazu nicht zu sagen. Hier halt einmal nochmal das Size Tag. Und ich würde sagen, kommen wir jetzt zum Schuh an sich. Ach ja, natürlich von innen standardmäßig verpackt mit diesem Adidas Papier, mit diesem gelben Adidas Zeichen, also ganz normal wie immer. Also das ist der Schuh an sich. Ich sage jetzt erstmal was zum Upper. Das Upper ist in so vier Segmente aufgeteilt, wo so die Linien halt in verschiedene Richtungen verlaufen. Dann ist halt einmal auf der Innenseite des Schuhs die Seriennummer war das, einmal drauf gedruckt und wie bei jedem NMD ist halt hinten das Pull-Tab, wo dann halt in vier Sprachen die Weltmarke mit drei Streifen draufsteht. Jetzt nochmal zur Sohle von dem Schuh, wie gewohnt halt der NMD mit den Blöcken vorne und hinten und bei den vorderen steht halt in so einem Grau Adidas drauf und die Gamsohle halt, die feiere ich persönlich richtig, weil die halt so ein Kontrast ist so zu diesem weißen Upper und dann diese Gamsohle halt. Und das ist halt mein erster City Sock und ich muss sagen, dass der halt viel bequemer als so ein. Hier oben ist kein Mesh NMD. Halt viel bequemer als so ein Mesh NMD ist, weil der halt so. Das Upper ist halt irgendwie viel weicher und weil sich das so den Fuß anpasst, ist der halt bequemer und man kann halt auch so noch schneller reinschlüpfen als jetzt zum Beispiel bei den Mesh NMDs. Ich finde den City Sock richtig cool, weil der ist halt mega clean und mit der Gamsohle ist halt ein ganz cooler Akzent noch da. Und man kann halt so zum Beispiel jetzt im Sommer, wenn man schnell los muss zum Bus oder so wie Tu sagt, man schnell zum Eismann will, weil man den Eismann hört, man kann halt mega schnell reinschlüpfen und der ist halt richtig bequem, weil man muss ja auch bei den Schuhen nichts schnüren, hier gibt es keine Schnürsenkel, man braucht sich auch nicht überlegen, wie man den schnürt, wie zum Beispiel bei Human Race, okay, da gibt es jetzt nicht so viel, das war ein dummes Beispiel. Bei Yeezy kann man ja so, sag ich mal, Loosey Goosey oder halt so ein Factory Lace oder sonst was halt machen, also es gibt halt keine Möglichkeit, wie man den schnüren kann und der ist halt echt richtig simpel. Jetzt nochmal zum Fitting, ich würde sagen, man kann bei den 2 to Size gehen, aber ich habe den jetzt halt in Größe 46, also US 11,5. Aber Olli hat den halt in der gleichen Größe und normalerweise hat Olli halt eine größere Größe als ich. Aber ich finde, der sitzt halt auch, wenn ich jetzt mit meiner 46 den 46 habe, sitzt halt gut. Also ich würde sagen, True to Size oder halt eine halbe Nummer kleiner würde auch passen. Das war's jetzt mit dem Video. Folgt uns wie immer auf Instagram und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ein Like da zu lassen. Und jetzt viel Spaß mit den neuen Feedbildern. Ciao.